Herzlich willkommen zu einem Video betreffend ABBA Ninja, ABBA Click und Leistungserfassung. Also da sehen wir mein Telefon, das iPhone, ABBA Click 3. Dann haben wir hier ein ABBA Ninja, Zeiterfassung. Neu können wir Leistungen rapportieren. Es gibt zwei verschiedene. Es ist die Leistungen oder das Timesheet. Wenn ich mal auf die Leistungen gehe, kann ich da sagen, wie lang, oder man kann es auch hier rein machen. Heute war es zum Beispiel, als ich unterwegs war, habe da vom, ich sage jetzt mal so, 52 halt, was habe ich da gesagt? 52. Wir müssen ja noch das Häkchen drücken. He? So, 52. Häkchen drücken. Bis, sagen wir, 5 vor 12. So, wie ihr jetzt gesehen habt, hat es das angepasst. Da oben hat es Zeit berechnet. Dann haben wir gesagt, das war Zielwerks. Ich habe Reinigungen gemacht. Nimm da eine Reinigung und sage fertig. Und jetzt wird es aufgeladen. Das heisst, wenn ich jetzt da schaue, haben wir da 10.50 bis 11.55. Da kann man natürlich das Ganze noch bearbeiten, umschreiben, wenn man jetzt einen Fehler gemacht hat. Nein, das wäre bis um 12 Uhr gewesen. Müssen wir noch korrigieren, und da haben wir aber am 11 Uhr angefangen zu speichern. Also da kann ich noch bearbeiten. Sobald ich das auf den Kunden rapportiert habe, habe ich unter Aufträge, habe ich da meine Kunden, tue es automatisch aufmachen und schreibe es nachher da rein. So schnell geht das. Man kann noch Text hineinschreiben und und. Das heisst auch da, wenn ich jetzt da nochmal reingehe, wenn ich jetzt da eine neue Leistung mache, habe ich da unten, habe ich da Kommentare, Test. Tun wir das geschwind noch eine machen. So, machen wir von 2 bis, ist ja egal was. So. Bis zum 4. Haben da oben, sage ich, ich habe da Fensterreinigung gemacht. Nehme da wieder meine Seaworks, sage da auch Reinigung. Da kann man natürlich diverse Kombinationen machen. Beim Test müssen wir noch etwas hinschreiben, dass zum Beispiel irgendetwas nicht gut war. Fertig. Jetzt wird es synchronisiert. Und ich kann jetzt da wieder schauen. Und der Leistungen. Aha, da ist da. Mit einem super Kommentar. Also das funktioniert einwandfrei, blitzschnell. Was man auch machen kann, wenn wir jetzt hier wieder auf dem iPhone schauen, das ist Timesheet. Timesheet ist zum ganz schnell rapportieren. Das ist wirklich praktisch. Ich sage 8 bis, ich stehe von mir aus mit dem Rädchen da, sagen wir so, 30 Minuten, Adresse, Seaworks, zack, nimm das nächste, 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 geht also blitzschnell. Sagen wir da 9 bis, was auch immer, Adresse, zack, fertig. Geht also blitzschnell zum Rapportieren. Man hat da oben auch noch History und, wo man kann schauen kann. Wenn ich da schon mal rumgespielt habe, Adressen wären dann die verschiedenen, die dann drin sind. So, und das heisst auch da, sind die schon da. Was da jetzt beim Timesheet noch etwas anders ist, ist die Dienstleistung, die Nutzer nicht automatisch nehmen. Das wird dementsprechend irgendwann mal noch angepasst. Man kann auch da noch mal geschwind von mir einen Kommentar reinschreiben. Auch da muss man es dem noch fertig machen, dass man jetzt eine Autoreinigung gemacht hat.
und schreibt noch etwas rein, geht auf den Kunden, Aufträge, sie wächst und siehe da, alles schon da. Also kannst du blitzschnell, kannst jetzt da wirklich sagen, zack und verrechnen. Das ist mein Layout, da kann man sagen, okay, wir tun jetzt das geschwind E-Mail als versendet markieren, jawohl. Jetzt ist die Rechnung schon theoretisch am Kunden versendet. Also ihr seid da wirklich schnell, ihr könnt da bis 21 Benutzer eröffnen. Ich sage jetzt mal, für Reinigungen, Gärtner und so weiter ist das wirklich praktisch. Die App kann man da verknüpfen. Mit dem Aber-Klick kann man es dann da verknüpfen. Für jeden Benutzer ist das natürlich. Kostet da 5 Franken. Hat nichts mit dem Aber-Klick-Verknüpfung vom Abacus zu, sondern ist wirklich eine reine Verknüpfung zum Aber-Ninja. Jetzt ist da gerade mein Ding rausgefallen. Ich zeige es mal geschwind, wie das da aussieht. Auf dem App. Das heisst, ich bin hier aufs Zahnrädchen und ich sehe hier oben, das oberste papierlose Büro ist ein blaues Verknüpfung. Das heisst, Konto hinzufügen, blau ist Aber-Ninja, rot ist fürs Abacus direkt für die Fibu. Aber das ist jetzt eine Anwendung, die direkt ins Aber-Ninja reingeht. Das heisst, man muss es mit dem blauen verknüpfen. Und da kann man natürlich mit bestehenden Aber-Ninja verknüpfen, bestehende Firma einloggen. Das ist mal der Punkt, dann wenn wir im Aber-Ninja schauen, ich habe hier unter Produkte, ganz einfach, habe ich hier geschwind Produkte angelegt, da, das sind die da. Das sind keine Produkte, sondern Dienstleistungen, kann man benämseln, wie man will, wahrscheinlich tut man es gerade so benämseln, dass Raumreinigung vielleicht gerade oben steht oder wie auch immer. Ihr könnt selber entscheiden, sehen dann, wie es aussieht. Wenn wir jetzt noch zurückgehen zu den Zeitenfassungen, haben wir hier nämlich Leistungen erstellen. Und da kann man nachher die Leistungen erstellen. Nicht da habe ich wollen, sorry. Ich kann das eigentlich da wählen. So, Leistungsarten. Entschuldigung. Also da hat es standardmäßig Arbeit. Das ist mal ein Support, den ich mal testen kann. Für uns selber. Weil wir es dann auch werden einsetzen. Und da habe ich jetzt da die Raumreinigung. Da kann man sagen, jawohl, es ist weiterverrechenbar. Es gibt natürlich auch Sachen, die wir intern rapportieren wollen, die nicht jemand muss auf der Rechnung haben. Also immer irgendwelche Vorfälle. Und wie das Arbeitszeit gerechnet, da gibt es noch verschiedene Sachen, auch wegen der Kurzarbeit. Also da habe ich die angelegt und dann kann man es so miteinander verknüpfen. Wenn wir nochmal da drauf gehen, auf den Mitarbeiter, also ich habe jetzt hier einen Mitarbeiter, kann ich da seine Leistungen anschauen. Momentan ist es leider so, dass wenn man am gleichen Arbeitstag rapportiert, wird es so gruppiert, dass oben das Datum ist und die darunter sehen, haben kein Datum. Man hat das visuell ein bisschen zusammenfassen. Ich denke, das wird demnächst auch wieder umprogrammiert, weil so hat man das Gefühl, es hat kein Datum dahinter. Also die Visualisierung ist da nicht so schön. Wird aber sicher umgestellt. Was jetzt nicht sollte gehen eigentlich ist, das wieder zu löschen. Ja, er kann es nicht löschen, weil das ist schon verrechnet worden. Solange es verrechnet ist, kann man es natürlich nicht mehr löschen. Man hat da diverse weitere Auswertungen. Ich denke, auch das wird dann visuell mal noch ein bisschen anders umgebaut. Man sieht da die Feriensaldo und. Also da kann man wirklich Zeiterfassung hinterlegen. Ich habe jetzt da noch nicht gross etwas gemacht.
Und also es ist wirklich noch genial, es macht automatisch da einen Auftrag auf, wo man nachher verrechnen. Also das ist wirklich cool. Also da habe ich mal etwas rumgespielt und wieder rausgelöscht. Da ist genau das gleiche mit Drucken und so weiter, wie man aus dem Aber-Ninja kennt. Also die Zeitenfassung ist zwar jetzt neu, Schrägstrich Beta, aber sie kommt wirklich gut. Wie ihr seht, auch da im Deep V hat sich da einiges da mit Sachen. Da wird es sicher auch vielleicht noch weiter geboten, auch mit der ganzen Zeitenfassung. Also das ist Stand 15.07.2020. Wie ihr wisst, es geht immer rasant mit dem Aber-Ninja, gerade Fürschi. Das ist es gewesen. Probiert es aus. Vor allem die, wo ich sage jetzt mal Reinigung, Gärtner, auch Treuhänder können sie so machen. Ist wirklich genial, praktisch, schnell, wie ihr es gesehen habt. Also ist nichts beschissen, das ist ein Live-System, ist kein Abacus-Demo-System. Es geht einwandfrei. Das ist es gewesen. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, Leute da. Dann ist die Nummer 044 718 2233. Mein Name ist Dominik Adam von Ernst & Partner AG. Merci vielmals fürs Zuhören.